Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich bin's, der Klaus, und ich habe hier Giorgia Meloni für euch. Nur ganz kurz, weil ich sehe gerade auf meinem Internet, dass ich den letzten freien Platz im Spinning gekriegt habe in meinem Fitnessstudio. Ich war auf der Warteliste. Jetzt kriege ich gerade die Mitteilung, dass der Platz frei geworden ist. Ich werde also gleich sputen zum Spinning. Ich versuche ja, mich jung zu halten, und den Platz werde ich annehmen. Aber ganz kurz, wenn ihr wollt, dass ich länger etwas erzähle über Giorgia Meloni, über ihr Human Design, über ihr Horoskop, das ich natürlich auch hier habe, und über ihr Human Design Mandala, dann schreibt mir doch bitte in den Chat, dann kriegt das einen extra Post. Ich sage da nur aus dem Handgelenk so ein paar Sachen dazu, weil jetzt die Zeit knapp geworden ist. Einmal, Leute sagen, die Giorgia Meloni ist die italienische Ausgabe von Donald Trump. Ist sie nicht. Ja, sie ist eine Projektorin. Sie hat sehr das Thema Macht und sich als Machtarchetyp verkaufen. Sie hat das Tor 5, das hat mit Rhythmus zu tun. Sie ist gerade die richtige Frau zur richtigen Zeit, also richtig nicht für die Welt, aber um rauszukommen. Und sie hat diese 28, 38, das heißt, sie hat den Instinkt für das Risiko. Sie hat den Instinkt, welche Worte muss ich sagen, um machtvoll und powervoll als Frau rüberzukommen. Aber denken wir daran, diese Frau ist eine Projektorin, und Führungsstil hier, eine Mischung aus demokratisch und anarchistisch, ja, könnt ihr nachlesen bei den Linien vom Tor 7. Sie ist eine Symbolfigur für ein Schicksal vielleicht, ja. Also sie hat ja Profil 6-2, linkswinkliges Kreuz. Ja, da wirken also größere Kräfte. Sie hat Tiefe. Sie geht ins Risiko, hat den anarchistischen Führungsstil mit dabei. Das heißt also, dass ja, das kann schon chaotisch werden. Und die 6-1, ja, diese Reibung und wieder Rückzug, Reibung und wieder Rückzug. Spannend ist, und das ist sie hat das Kreuz, das linkswinklige Kreuz vom Verschleiern, das können wir auch noch dazu sagen. Und was mir aber ganz spannend ist, und das ist etwas Besonderes bei der Giorgia Meloni, wir haben nämlich dort die genaue Uhrzeit, ja. Und weil wir die genaue Uhrzeit haben, 15.01.77, 18:30 Uhr, sehen wir, aha, sie ist Aszendent Löwe. Das heißt, ihr Auftreten ist wie Donald Trump. Donald Trump ist ja auch Löwe, der besteht ja fast nur aus Löwe, horoskopmäßig, übertrieben gesagt. Aber sie ist Aszendent Löwe. Und dann, das ist das Ding, was mich fast von den Socken gehauen hat, wie präzise Astrologie ist. Sie hat den Pluto grad genau auf ihrer Sonne, den Pluto Transit, ja. Das seht ihr also hier, wenn ihr euch die Sonne anschaut. Ich muss den anderen Finger nehmen. Das ist immer spiegelverkehrt. Da seht ihr Pluto Sonne. Ja, das heißt, diese Frau hat den Pluto grad genau auf der Sonne, als sie an die Macht kommt. Ey, guten Morgen, liebe Freunde. Und es geht noch weiter. Ja, und da seht ihr, wie spannend die Astrologie sich mit dem Human Design vernetzt. Sie hat den Lilith und Jupiter ziemlich grad genau auf Uranus Mondknoten im Stier. Ja, das heißt, die ist eine Zeiterscheinung. Das seht ihr hier auch. Augenblick da. Ach, das muss ich noch lernen. Da seht ihr. Aber ihr seht es ganz genau. Das ist hier wirklich ein Gehirntraining, das richtig hinzukriegen. Also da seht ihr die wilde Frau, die Lilith mit dem Mondknoten. Ja, das heißt, diese Frau bringt Turbulenzen rein. Sie bringt wilde Sachen rein. Sie hat Lilith und Jupiter im Stier, und zwar ziemlich grad genau auf den Transit von Uranus und aufsteigender Mondknoten. Wir können also erwarten, mit Italien, es wird turbulent, turbulent, turbulent.
Und dann ist natürlich die Frage, was der Rechtsruck in Italien für Europa bedeutet. Das ist ja auch ganz spannend, was die Zukunft Europas anbetrifft, was die Zukunft des Euros anbetrifft. Da könnte man natürlich endlos viel drüber sagen. Wenn ihr Interesse habt, dass ich alleine über Giorgia Meloni ihr Human Design auseinandernehme und ihre Astrologie und zeige, warum das eine Zeiterscheinung ist, warum gerade jetzt diese Frau in Italien ist, wenn ihr wollt, dass ich mich da länger mit beschäftige, dann schreibt mir in den Chat. Natürlich könnt ihr immer auch euer persönliches Horoskop, euer persönliches Human Design bei mir als großer Augenöffner buchen. Ja, ich habe euch lieb. Ihr findet mich unter klaus-jürgen-becker.de, wenn ich weiß, wie man es schreibt. Ich stehe bei Google ganz oben. Ich habe euch lieb, euer Klaus.